Endspurt, Derby-Time und Pokalspezialisten. Dieses Wochenende bietet alles, was das Sportlerherz höher schlagen lässt. Eine harte Kugel, eine glatte Spielbahn und ein kontrollierter Schwung, das sind eigentlich die einzig wahren Zutaten, die die Sportler unseres ersten Sporttipps brauchen, um alle Neune umzuhauen. Und genau so soll es am besten auch am Wochenende aussehen. Denn da treffen die Kegler des SKC Freiholz Blankstadt in ihrem letzten Heimspiel der Saison auf den Drittplatzierten aus Aschaffenburg. Wir sind ein bisschen froh, dass die Saison langsam zu Ende geht, weil wir wirklich viel Verletzungspech haben jetzt zum Rundenende. Also die Saison ist gut gestartet, aber jetzt wird es gerade zum Ende ein bisschen holprig. Und also wir gucken, dass wir das jetzt noch gut über die Bühne bringen. Aktuell stehen die Blankstädter auf dem 5. Tabellenplatz, könnten die Saison aber mit 2 Siegen aus den letzten 2 Spielen sogar mit einem Platz auf dem Treppchen abschließen. Endspurt also und bahnfrei für die Blankstädter Jungs. Von der harten Kegelkugel zu einem Sportball ähnlicher Größe. Ein Ticken weicher, aber dennoch hart genug, um für ordentlich Sportaction auf dem Spielfeld zu sorgen. Unser nächster Sporttipp führt uns zum Handball. Und da geht es am Wochenende so richtig zur Sache. Denn im Derby kommt kein Geringerer als der direkte Nachbar aus Oftersheim-Schwetzing nach Großsachsen. Wir brennen natürlich für dieses Derby. Wir waren jetzt 2 Wochen spielfrei und dann natürlich gleich wieder mit einem Derby in die Runde reinzustarten, ist natürlich super. Wir erwarten einen heißen Tanz. Es wird sicherlich ein Spiel gehen, bei dem es um einiges geht. Immerhin haben die Sasemer noch eine Rechnung offen. Denn das Hinspiel verlor der TVG mit 23:28. Zusammen mit den Fans möchte die Mannschaft von Stefan Pohl am Samstag den Spieß aber rumdrehen und vor heimischer Kulisse die nächsten 2 Punkte einfahren. Zentimeterarbeit ist bei den Fußballern aus Walldorf gefragt. Denn gegen den Regionalliga-Spitzenreiter und Pokal-Halbfinalisten 1. FC Saarbrücken kann jede Aktion entscheidend sein. Wir haben einen breiten Kader, die können 6-7 Mal wechseln mit frischen Leuten, wo sie eigentlich null Qualitätsverlust haben. Von daher glaube ich schon, dass sie am Samstag das Spiel nicht nur ernst nehmen, sondern auch alles, was mit Pokal war, dann auch Profi genug sind, es nach hinten zu stellen. Aber auch bei Walldorf läuft es derzeit richtig gut. 4 Siege aus den letzten 4 Spielen und der 5. Tabellenplatz. Noch dazu kann Matthias Born bis auf den langzeitverletzten Andreas Schön auf alle Spieler zurückgreifen. Beste Voraussetzungen, um dem Tabellenführer auf dem Weg in die 3. Liga ein Bein zu stellen. Und jetzt das Ganze noch einmal zusammengefasst. Das ist einfach zu merken, alle Partien finden am Samstag statt. Bestens vorbereitet starten die Fußballer aus Walldorf. Gekickt wird ab 14 Uhr gegen die Pokalspezialisten aus Saarbrücken. Im Anschluss fallen ab 15.30 Uhr die Hölzer bei den Keglern aus Blankstadt. Und zum Abschluss laden die Handballer aus Großsachsen den Nachbarn aus Oftersheim-Schwetzing zum heißen Derby-Tanz.